Mich spricht besonders dieser tiefe Ausdruck an. Ich würde sagen, emotional ist das auch ein sehr reichhaltiges und gehaltvolles Werk, was wirklich sinfonische Größe hat. Im April 1933, kurz nach der Machtergreifung, wurde die Orchesterfassung der Passacaglia in Berlin uraufgeführt. Und das war ein ganz großer Erfolg für Ilse von Michiels, hervorragende Rezensionen, Eugen Jochum. Und nur wenige Monate später wurde ihr Mann, der jüdischer Herkunft war, als Richter zwangspensioniert. Sie durfte nicht mehr auftreten, keine Klavierkonzerte mehr spielen, sie hat nur noch Hauskonzerte gespielt. Die wesentliche Einkommensquelle für die Familie wurde tatsächlich das private Unterrichten. Und Ilse von Michiels hat tatsächlich im heimischen Wohnzimmer etlichen jungen Leuten das Musikstudium ersetzt. Die Komponistin hat sich sehr mit der Musik Johann Sebastian Bachs beschäftigt. Das merkt man zum einen an der polyphonen Gestaltung der Themen und an der Verwendung des Motivs seines Namens, dieses B-A-C-H. Es taucht besonders auffällig gegen Schluss des Werkes auf. Das ist ein Motiv, was Komponisten einarbeiten, um die Verehrung für Bach zum Ausdruck zu bringen. So in der letzten Schaffensphase, hat sie die Passacaglia nochmal aus dem Schrank genommen und hat sie in eine Fassung für Orgel gebracht. Ich denke, dass es für sie eine Möglichkeit war, sich mit einem Werk, das ihr ganz besonders am Herzen lag, noch einmal auch durchaus abstrakt auseinanderzusetzen, aber auch es in gewisser Weise zu überhöhen. Die Orgel hat dem Ganzen noch einmal einen anderen Charakter verliehen und vielleicht auch etwas Ewiges in gewisser Weise.